Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes The Awakened. Ja, ich bin immer noch nicht schlauer als vorher. Ich habe allerdings, sehe ich jetzt gerade, achso, nee, ich habe das einzige angepinnt, was ich anpinnen konnte. Ich komme trotzdem nicht weiter. Rolls Solsbys Aussage. Mr. Solsby weiß nichts darüber. Zudem sagte er, Dirty Summers sei Stammgast im Pub Cursed Mermaid. Ja, da bin ich ja schon gewesen und ich habe ja hier schon das mit dem Entführer dran. Wobei, mir fällt gerade was anderes auf. Warum habe ich hier eigentlich so viel drin stehen und konnte mit der Barfrau aber nur, ich glaube, 6 Stück anwählen? Ist das normal? Ich möchte mal kurz was ausprobieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das klappt, aber... Achso, das ist schon unten. Da stand ich gerade schon, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Er sitzt jetzt... Jetzt ist der Typ schon wieder weg. Hä? Ist der manchmal... Nee, jetzt ist er wieder da. Der Typ hat irgendwie einen Tarnmodus drin oder sowas, habe ich so das Gefühl. Ich habe keine Ahnung. Sherlock, du darfst gerne stehen bleiben. So, Frau von und zu. Ich möchte bei Ihnen noch mal kurz was gucken. Why do I have the feeling that you know more about Dirty Summers than you're letting on? I have nothing more to add, sir. Nee. Es sind tatsächlich nur diese 6 Stück drin. Aber warum? Man kann auch nichts... man kann auch nichts weiter auswählen. Also man kann auch nicht nach rechts, links gehen oder so. Tja. Aber warum zum Beispiel... Ja, ja, ja. How about we start again? Nein, wir starten nicht nochmal von vorne. Oh, no. Das hatten wir ja schon alles soweit. Aber wir konnten auch hier nichts Neues machen, ne? Wo ist der? Da konnten wir auch nichts reinmachen. Ja, zum Beispiel die Aussage der Barfrau. Warum ist die jetzt nicht da drin gewesen? Oder wir haben ja auch irgendwo hier... Genau, das Charakterprofil zum Beispiel von der... Warum ist das nicht da drin gewesen? Wieso sind die Sachen jetzt weg? Okay, das scheint nicht zu funktionieren. Das auch nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich mache gerade alles wieder kaputt. Mr. Solsby, wieso ist das nicht drin? Das ist doch, das ist aber schon drin. Das ist schon... Das ist... Weiß ich jetzt nicht, ob es drin ist oder nicht. Wie gesagt, also ich komme mit diesen neueren weniger klar als mit dem alten. Ja. Das von der Frau haben wir jetzt gar nicht mehr drin, oder wie? Das ist ja grün. Da denke ich mir mal, soll man nichts mehr machen. Sie deutet an, dass er gefährlich sein könnte. Was ist denn, wenn wir das anheften? Ändert sich dann da was? Why do I have the feeling? Nee, ändert sich auch nichts. Dann bleibt das gleich. Die hatten wir ja schon alle. Enough. I have hard evidence that I'm not surprised. So what? Moment, Moment. Hä? Jetzt habe ich das natürlich... Wollte ich jetzt wegmachen, weil wir die ja schon alle durchprobiert haben. Das ist natürlich jetzt nicht so günstig gewesen. Moment, ich gehe nochmal.
Ganz raus. Never mind. Moment. So. Why do I have the feeling that you know more about Dirty Summers than you're letting on? I have nothing more to add, sir. So, dann haben wir jetzt das hier unten genommen, was wir schon mal genommen hatten. Wieso bleibe ich nicht drauf stehen? I fail to follow. Are you finished? Hä? Glasses to wash. Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Why do I have the feeling that you know more about Dirty Summers than you're letting on? I have nothing more to add, sir. Nee, Moment. Hä? Warum habe ich jetzt das Charakterprofil von ihr hier drin stehen? Das hatte ich vorher doch nicht. I fail to follow. Are you finished? I have glasses to wash. Ich hätte nicht abbrechen sollen, ich merke das schon. Why do I have... Oder hatten wir das hier aus Versehen? Enough. I have hard evidence that Summers was involved in recent kidnappings across London. I'm not surprised. So what? Ja, und was? Das ist jetzt eine gute Frage. Aber ich stand doch auf dem hier eben und nicht da drauf. Die Aussage von dem Jungen, die mit dem Kettenanhänger. Dann nehmen wir mal das, würde ich sagen, ne? A customs officer, Roy Soulsby, testified that Summers was a regular here. You must know something about his business. All I know is his drinks order. Das ist immer was zu trinken bestellt. Warum ist jetzt hier ein grüner Haken und nicht an den Sachen, die wir gemacht haben? Ach nee, weil das jetzt nicht mehr... Ach, nicht mehr in der Reihenfolge ist. Ah. Nicht, dass sie von dem schwanger ist. If the lives of the missing do not concern you, then I would urge you to think about your unborn child. Are you threatening me? Ja, mitnichten, denken Sie nach. Many people are missing, and the main suspect based himself in your establishment. One word to Scotland Yard and your life takes a turn for the worse. Now, spare yourself the trouble and tell me all you know. Okay, okay. Summers hired my private room. I think he used it to recruit people, but I haven't seen him in a few days. He paid me cash, so I paid him no attention. Nor did I touch anything inside. Here's the key, go and do what you will. Just leave me out of it. Wir sind weiter. Ich habe absolut keine Ahnung wie, aber wir sind weiter. Lag das jetzt tatsächlich daran, dass wir jetzt die Aussage der Barfrau da reingemacht haben? Ich habe keine Ahnung. Wo ist jetzt das Zimmer? Moment. Da hinten können wir rausgehen, da können wir rausgehen. Da können wir rausgehen. Da war noch was, glaube ich, oder? Oder ist das... Ist das überhaupt eine Tür? Ich bin mir nicht sicher. Ah ja, doch. Okay. The hairs on the back of my neck stood up. Warum? Ich weiß es nicht. Oh, was haben wir denn hier? Strong man needed for moving. Crates in warehouse area. Okay. Kann man sich aber nicht angucken. Five shillings. That won't go far. Ne? Frische Kratzer tief eingeritzt. Strange symbols. I don't recognize them. Rechnung für Segeltuch. The Parker and Williams Co. Manchester. Rechnungsnummer, Datum, Käufer, Oscar Summers. Ware, hochwertiges Segeltuch. Verpackt in Holzkisten. Anzahl 50 Kisten. Gesamtsumme 50 Pfund. Okay. Das scheint nicht so interessant für ihn zu sein. Anheuerungsmitteilung. Dirty Summers heuert im Privatzimmer des Pubs Männer zum Kistenschleppen in Lagerhallenarenal an. Okay. Sherlock, alles in Ordnung? Du darfst dich auch gerne bewegen, wenn ich mich bewege und nicht einfach so von selber. Hier haben wir jetzt aber, so wie ich das sehe, nichts mehr. Haben wir denn irgendwas? Ah ja, wir haben noch eine Kombination. Gegenstände, Beobachtung, Dokumente. Wieso? Das ist aber doch ein... Achso, nee, das ist eine Beobachtung.
die Anhörungsmitteilung, die wir hier nicht reinmachen können. Okay. Sonderbare Symbole können wir auch nicht reinmachen. Gegenstände rostiger Schlüssel dürfen wir auch nicht reinmachen. Dürfen wir hier irgendetwas reinmachen? Nein, nicht wirklich. Das können wir... Das nimmt auf jeden Fall alles nicht an. Das nimmt er auch wieder nicht an. Ja, und das verschiebt er irgendwie nur. Aber wenn er das verschiebt, können wir die anderen Sachen trotzdem nicht machen hier, ne? Nee. Dann verstehe ich allerdings auch nicht, warum wir jetzt hier irgendetwas machen können. Weil das hier ist doch schon grün. Dirty Summers ist der Entführer. Das haben wir ja schon so weit drin. Was haben wir denn hier unten noch? Rostiger Schlüssel. Ein Schlüssel aus Kupfer, den die Barfrau uns gab, um die Tür zum Privatzimmer des Pubs zu öffnen. Ja, der hat uns jetzt zwar gute Dienste geleistet, aber das war's dann auch. Das haben wir eben schon gehabt. Ich weiß nicht, warum das als neu gekennzeichnet war. Sonderbare Symbole. Auf dem Tisch im Privatzimmer des Pubs sind Kratzer zu sehen. Bei den neueren Kratzern handelt es sich um unbekannte Symbole, die mit einem Messer in den Tisch geritzt wurden. Unbekannte Symbole. Dann haben wir die Rechnung für das Segeltuch. Und die Anheuerungsmitteilung. Machen wir das mal als Hinweis, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob uns das überhaupt irgendetwas bringt. Ja, da konnten wir jetzt nicht wirklich was machen, obwohl der sagt, dass wir da eigentlich was machen sollen, aber heuert Männer zum Kistenschleppen an. Das kann doch eigentlich nur mit den Lagerhallen zu tun haben, oder? Wieso kann ich jetzt... Hallo, wieso ist das jetzt wieder verbuggt? Ach, ich glaube, ich weiß, warum das letztes Mal nicht funktionierte. Kann das sein? Ja, man kann es anscheinend nur benutzen, wenn man draußen steht. Man kann es nicht von drinnen benutzen. Ah, okay. Ist das hier? Das ist der Eingang hier, ne? Genau. Wo ist denn mein Zettel? Wir haben in Nummer 2, 12 und 8 haben wir diese roten Markierungen gefunden. Moment, hier ist die 3. Müsste die 2 ja hier in der Nähe sein. Da kommen wir aber nicht rein. Also ich vermute ja immer noch, dass es das, was abgeschlossen war. Was war denn das? Die 12, glaube ich, war abgeschlossen, oder? Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Moment mal. Guck mal her. Do you know anything about this? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Na, ich bin mir nicht sicher. Ich meine, du bist ja hier eine Kiste am Schleppen. Wäre doch wahrscheinlich jetzt nicht die... Die wir suchen. War das hier? Ja, hier ist die 12. Probieren wir es nochmal. Kommen wir immer noch nicht rein. Müssen wir dann eventuell den rostigen Schlüssel an... Nee, auch nicht, ne? Na gut, der Schlüssel, der ist halt nur... eine gute Frage. Also ich denke, dass wir hier tatsächlich noch irgendwas machen müssen. Das Problem ist, ich weiß nicht was, weil ich habe ja schon überall drauf gedrückt. Das funktioniert alles nicht. Das Charakterprofil kann ich nochmal einloggen, was mir natürlich nicht allzu viel bringt. Der Führer kommt dann wieder rein. Das und das kann ich wieder nicht ranmachen. Da kann ich nochmal drücken, bringt mir aber nichts. Rechnung für Segeltuch. Das nimmt er jetzt mal an. Okay. Jetzt nimmt er auch die Anheuerung. Oh. Okay. Also, heuert die Leute an. Die Entführten konnten sich noch immer in der Lagerhalle befinden. Sie müsste mit roter Farbe gekennzeichnet sein. Jetzt ist es grün. Gelb.
Ja, möchten wir? Wir möchten nämlich jetzt sehen, was dahinter ist. As my brother would say, it is for the greater good. Wieso? Eingebrochen sind wir doch öfter schon mal, wenn es jetzt darum ging. Okay, halt, da war was. Hallöchen, das war doch gerade noch gelb. Da. Good quality, but torn in many spots. Okay. Mold. That's why you don't leave sailcloth lying out. Ja, eigentlich lässt man gar keine Tücher wirklich so offen liegen, ne? Getrockneter Schlamm vom Londoner Hafen. There are a couple of marks on this end. Gebrauchsspuren. Okay, das ist auf jeden Fall eine Brechstange. Aber wurde damit hier was aufgebrochen oder nicht? Das können wir jetzt nicht so wirklich sehen. Ah, ich kann nach oben gehen. Ah, okay. Nein? The scratches are fresh, left by something metallic. Also offenbar wurde hier was aufgebrochen. Okay. Was haben wir denn hier? This crank saw some use. Eine Kurbel. Eine Kurbel, die wir aber nicht mitnehmen können. Na gut. Mm-hmm. Hier noch irgendwas machen? Sieht nicht so aus. Was ist denn damit? The layers of rust will prevent any movement. Okay. Das ist natürlich unvorteilhaft, sage ich mal, wenn man den nicht bewegen kann. Da ist noch was, da ist noch was. Gucken wir hier erstmal eben. Well oiled and well maintained. Das ist schön. Fit for a crank. Nein, oder? Da gehört eine Kurbel hin. Na super. Dann schauen wir aber trotzdem vorher noch mal kurz hier auf der Seite. Da ist eine Kurbel. It's stuck. No one's used it in a very long time. Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, holen wir die Kurbel von unten. Aber hier, ne? Sehr schön. Frage ist, was können wir damit jetzt machen? Kommen Sie runter und sehen sich das an. Na gut, machen wir. Was ist denn, Wurzen? A hidden passage. Just as I expected. Also erstmal habe ich mich gerade voll erschrocken, als Wurzen mir so entgegengesprintet kam. Ich wollte ihn gerade ansprechen, weil er so gesprochen hatte. Und dann, ja, würde ich sagen, gehen wir mal da runter, ne? Diesen Ort verlassen. Wenn du diesen Ort verlässt, kannst du nicht mehr zurückkehren. Erledige alles, was du hier noch tun wolltest. Haben wir denn noch irgendwas, was wir... Lagerhalle 12. Lastentransportmechanismus, der in gepflegten Zustand ist, gut geölt wurde. Er muss vor kurzem benutzt worden sein. Kurbel fehlt. Ja, darum haben wir uns ja gekümmert. Dirty Summers heuerte Männer an, das haben wir eben schon gehabt. Sie müssen mit roter Farbe gekennzeichnet sein, das haben wir auch alles gehabt. Ja, im Prinzip haben wir jetzt nur... Das mit den Geistern haben wir abgeschlossen. Dieser eine Typ da, das haben wir auch abgeschlossen. Hier mit dem Schlamm, genau. Nö, dann haben wir, glaube ich, alles. Also alles, was ich jetzt mitbekommen habe, dann würde ich sagen, gehen wir da mal rein. Hallo? Wait here, Watson, and keep an eye on the doors. I'll scout the premises. Will do. Be careful down there. Ja.
Besonders spektakulär sieht das jetzt hier nicht aus. Muss ich sagen. Ist hier irgendwas? Nee. Okay. Oh. Wait. What's happening? Where am I? Okay. Wir sind in irgendeiner komischen Geisterwelt. Sieht so ein bisschen aus wie ein Teso, wenn die Anker runterkommen. Aha. Jetzt weiß ich, glaube ich, warum wir die Irrenanstalt noch besuchen werden. Something is missing. Okay. This cannot have been under the port of London all along. Is it an illusion? The only way forward is the abyss. The only way forward is the abyss. Okay, aber ich habe doch gerade jemanden weinen gehört hier. Und was ist mit dem, dass da was fehlt? Strangely cold. Ja, das hast du gerade schon mal gesagt. Aber wir haben ja nichts offenbar, was wir da reintun können, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob wir den Schlüssel da reintun können. Ich denke mal eher nicht. Den Hinweis können wir erstmal anheften, wo er geblieben ist. Aber dann kommt hier auch nichts Neues, ne? Strangely cold. Nee, okay. Something is missing. Ist ja gut, ist ja gut. Ja, dann würde ich aber schon fast sagen, ich gucke jetzt noch mal einmal, ob das mit dem Hinweis, nee, da kann man nichts aufmachen und offenbar auch nichts untersuchen. Das ist gut und schlecht. Also auf der einen Seite finde ich es gut, weil dann nichts getriggert wird. Auf der anderen Seite ist es schlecht, weil ich dann gerade auch keine Ahnung habe, wie es hier weitergeht. Ich würde mal sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, weil das scheint ja jetzt doch eine ganz andere Wendung zu nehmen. Und ja, dass wir... hallo Sherlock, kannst du einfach mal stehen bleiben? Dass wir dann in der nächsten Folge versuchen werden, hier rauszukommen. Vielleicht kann ich auch wieder zurückgehen. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen uns noch... Achso, können wir denn... Nee, wir können nichts mehr schlussfolgern im Moment. Okay. Ja. Ich stehe ein bisschen ratlos da, genauso wie Sherlock ganz offensichtlich auch. Aber das ist nicht schlimm, weil es ist ein neuer Abschnitt offensichtlich. Und den werden wir uns dann in der nächsten Folge zu Gemüte führen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.